Jo, wir waren am Abend stehen geblieben und ich denke, ich werde direkt mal das Pogepöbel nochmal spielen, weil das sah eigentlich relativ interessant aus. Und ich hätte fast gewonnen, das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Und Christie ist Auftragskillerin, sie muss sowas können, die kann das bestimmt nicht. Einfach weg. Ach, das ist echt krass. Okay, warte. Ich muss angreifen und dann ausweichen und dann angreifen. Haha, gewonnen. Angreifen. Ausweichen. Batz! Weggehauen. Ausweichen. Scheiße. Ah, Mann. Okay, Angriff. Ausweichen. Angriff. Mist. Aber ich gewinne mal fast und dann machen sie mich fertig. Verdammt. Mist, und jetzt ist der Tag schon wieder vorbei, ne? Ätzend. Puh. Okay, was kriege ich jetzt? Time to relax, okay. Weil jetzt kommt ja bestimmt der Zack und gibt mir wieder Geschenke. Ich habe von Zack ein Geschenk erhalten. Gib jemanden ein Geschenk. Hier, das hat der Zack mir gegeben. Das ist ja irgendwas, was man essen kann. Also gebe ich das einfach. An wen will ich mich ranschmeißen? Ja, hier, an die will ich mich ranschmeißen. Gib ihm das Geschenk. Hier. Ah, Mist, ich kann. Ja, okay, dann kriegst du das hier und du kriegst das hier. Und das hier, das behalte ich. Okay, auf zum Bett. Ich kann mich auch irgendwie nicht mehr ausschlafen. Ah, okay, da steht tatsächlich morgen. Okay. Erstmal mache ich das Geschenk auf und guck mal, was drin ist. Boah, es nervt mich auch, dass ich zwei von diesen dummen Badeanzügen jetzt habe. Dass ich die auch nicht mehr als Geschenk jetzt einpacken kann, nur weil ich sie einmal hatte. Hier. Geschenk von Zack. Öffnen. Epos, Ozean des Lichts. Lesen. Ein Epos, dessen Schauplatz die unendliche See ist. Das war's. Das steht in dem ganzen Buch. Danke. Danke, Zack. Arschloch. Okay. Selbst in diesem Spiel schaffe ich es irgendwie zu fluchen. Das gibt's ja nicht. Am Pool. So, jetzt mach ich's fertig hier. Pogepöbel. Jetzt geht's los. Batz! Nein! Ah! Sind viel besser als ich im Pogepöbel. Bam! Ausweichen! Batz! Ach ja, kräftiger Angriff, habe ich vergessen, ne? Ah, okay. Kräftigen Angriff habe ich ja ganz vergessen. Den werde ich jetzt. Das ist ja blöd. Ich habe die eigentlich immer fast sonst abgezogen. Mit einem kräftigen Angriff gewinnt man dann direkt wohl. Okay. So, die mache ich jetzt im Pogepöbel fertig. Das kann ja nicht angehen. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht es los. Die hat mich trotzdem runtergehauen. Okay, nochmal. Boom. Ausweichen. Ausweichen. Nein. Oh. Okay, jetzt weiß ich, wie der geht. Ach, Mist, das hat mich trotzdem abgezogen. Ich habe zwar jetzt rausgefunden, wie man diesen starken Angriff macht, aber trotzdem hat sie mich fertig gemacht. Und es ist direkt schon wieder Abend. Es vergeht alles so schnell. Pool ist nichts los, was jetzt hier. Das finde ich so blöd. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, wie ich jetzt mit denen ein Team bilden kann, weil sie mich ja jedes Mal ablehnen. Ich denke, ich fahre nochmal Jetski. Gegen die hier. Ich überlege, ob ich nachher keine Rennen mehr quasi gewinnen kann, wenn ich mir nicht ein besseres Jetski kaufe.
Und ob es jetzt sein kann, ob ich, wie wird das mit den Rennen entschieden? Welches Rennen kommt? Weil es ist jetzt wieder das, was ich eben hatte, wo ich kläglich versagt habe. Uah. Schon wieder aus dem Rennen raus. Bam! Voll weggerammt. Ach, da ist, sehe ich, welcher Platz ich bin. Verstehe. Hihihi, weggerammt. So. Ups. Ja, voll aus dem Rennen geflogen. Okay, aber ich bin noch nicht komplett raus. Noch bin ich da. Paff. Ich finde das mit dem Lenken relativ schwierig. Habe ich jetzt die eine Runde schon gemacht? Ah ne, die Runde ist da vorne vorbei, verstehe. Ah, hier ist sie vorbei. Okay. Erste Runde habe ich schon mal. Boah. Schnell. Nein. Doch, ja. Okay. Boah, das Lenken ist schwieriger, als es aussieht. Ne, komm. Komm. Boah. Rechts. Oh, jetzt ist mein Boost wieder weg. Und ich wurde überholt. Das ist scheiße. Boah. Ja, nein. Oh, gut. Gott sei Dank. So, jetzt aber. Okay. Über die Rampe. Zack. Ich muss rechts vorbei, damit ich einen Boost kriege. Stark. Und ich bin wieder Erster. Also man kann auch ohne Boost anscheinend wohl gewinnen. So, jetzt gibt es gleich Boost. Und ich bin irgendwie hängen geblieben. Das ist ja doof. So. Boost. Aber den setze ich noch nicht ein. Oh, dann ist der weg. Wenn ich ein so ein Ding verpasse, dann ist der Boost einfach weg, den ich mir gesammelt habe. Das ist ja scheiße. Ah, okay. Deswegen haben die auch nicht durchgehend Boost, weil die kriegen das ja eigentlich sonst immer hin. So. Jetzt bin ich gleich durch. Und ich krieg nur bei den gelben Boost. Wie es scheint. Oder? Kann ich jetzt... Nein. Oh, mein Boost ist wieder weg, ne? Oder? Nee, was habe ich noch? Kann ich jetzt mal bitte Boost kriegen? Leck mich. Boost ist weg. Und ich habe gewonnen. Ich brauche ja gar keinen Boost mehr. Wie viel kriege ich jetzt? Oh, schon ordentlich. Das hat jetzt Sattelpunkte gegeben. Perfekt. Fertig gemacht. Ich hatte eben nur ein bisschen Pech. Ich bin tatsächlich der Beste. Okay, Tag 8 haben wir schon. Das ist krass. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch gar nichts gemacht. So, jetzt gibt der dämliche Spasti mir wieder ein Geschenk. Danke. Und von der kriege ich es natürlich zurück. Von Hitomi kriege ich es zurück. Und von Christy kriege ich es zurück. Wie gibt man denen denn Geschenke? Das ist ja mega frustrierend. Ich verschenke jetzt einfach das, was der dumme Zack mir geschenkt hat. Hier, das kriegst du. Das kriegst du. Das kriegst du. Und du kriegst das hier. So. Das ist echt frustrierend. So. Wieso ist der nicht in meiner Sammlung? Ich hab den doch. Das finde ich schon irgendwie komisch, aber okay. Irgendwie wird sich das schon klären. Aufgeben. Speichert das dein Spiel und kehrt zum Titelbildschirm zurück. Brauche ich erstmal nicht. Ich geh mal ins Casino und zock noch eine Runde. So, was spiele ich denn? Roulette ist langweilig. Blackjack oder Poker? Ich spiele nochmal Poker, das war eigentlich... Eigentlich war es ja witzig. Okay, Poker. Welcome to the Poker Table. Ja, mein Einsatz war 50.000. Oh, ich bin am falschen Tisch, merke ich gerade. Boah! Das, erhöhe ich aber. Boom! Fuck, ich verliere so viel Geld. Congratulations, you win. Ha! Kohle! Stark, jetzt bin ich reich. So, ich gehe aber erstmal hier raus, weil ich will mit einem niedrigeren Einsatz spielen, weil das war mir schon ein bisschen zu hoch. 10.000, ja, mach ich. So, das ist ja gar nicht so eine geile Hand. 31.000, ne, da gehe ich raus. Dann spielt man zu Ende. Boah, 71.000, ey, da wäre ich mit der Hand hier niemals mitgegangen. So, neue Runde. Ja, 10.000.
So, ich habe ein Pärchen. Das behalte ich auch erstmal. Ja, ich gehe einfach mal mit, ne? Call. Okay. Jetzt geht's an, neue Karten zu holen. Ach, die muss ich holen? Nee, muss ich nicht. Okay. Die behalte... Doch, die hole ich. Genau. Karten halten, Karten ändern. So. Verdammt. Ich habe ein Pärchen. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Aber ich steige einfach mal mit ein, ne? Okay, Showdown. Ich habe echt gewonnen mit einem 7er Pärchen. Bumm. Abgezogen. Okay, das ist gut. Irgendwie, das läuft hier gerade. Uff, das ist aber eine schlechte Hand eigentlich. Ja, ich call einfach mal den 1000er. Call einfach bitte. Ja, danke. Die tauscht eine Karte aus. Ich weiß gar nicht, was ich holen soll. Ja, gut. Ja, eigentlich, das ist... Machen wir so. Oh, zwei Pärchen. Das ist doch schon mal gut. So, die hatte auch keine gute Hand. Die auch nicht. Also nur Tina hatte wohl eine gute Hand. Ich erhöhe um 3000. Ja, call. Das call ich doch direkt. Ja, komm. Showdown. Ha, du hast gar nichts. Ein Pärchen. Ich habe dich so fertig gemacht mit deinen... Gott. Okay. Jetzt habe ich schon mal 700.000. Ich brauche noch mehr Kohle. 5, Ass, 4, 9, 3. Zählt jetzt Ass als 1? Weil dann hätte ich ja fast eine, aber habe ich nicht. Boah, das ist echt eine Scheißhand. Also würde ich einfach mal callen, ne? Ah, okay, die haben alle ziemlich schlechte Karten. So, was mache ich denn jetzt? Weil ich hole jetzt einfach mal nur die und guck mal, was passiert. Fuck, das wäre eigentlich fast gut gewesen, aber somit habe ich jetzt eigentlich gar nichts. Also call ich einfach nur. Ja, nee, ich habe ja leider nichts, dann steige ich lieber aus. Aber jetzt sieht man ihre Karten nicht, ne? Hm, Mist. Ja, man weiß also nicht, womit sie geblufft hat. Ja, komm. Jetzt gehen wir mal auf die Vollen hier. So, 10.000. Ja, ja, callen tue ich auch mal, ne? Kann ja immer noch Glück haben. So, die 3, die 4 und die 9. Die raue ich jetzt raus. Guck, was passiert. Okay, ich habe ein Ass zumindest. Okay, ein Ass-Pärchen. Okay, ich calle. Puh. So, jetzt kommt's. 9! Verdammt, hat die echt eine Straße. Fast nur mit Kazumi, okay. Eine Runde mache ich noch. Eine Runde noch. Zweierpärchen habe ich. Auf eine Farbe komme ich nicht, auf eine Straße komme ich wahrscheinlich nicht. Das heißt, callen kann ich einfach mal machen. Die haut direkt ab. Ich meine, die 1000 tun ja auch nicht weh. So, ich holde dann die hier noch dazu. Ah! Boah! Full House! Nee, ich erhöhe. Oh, 35.000. Ja. Ja. Ich will nochmal erhöhen. Ah, ich muss jetzt schon. Boots. Hahaha. Gebt mir eure Kohle. Bumm. So, jetzt gehe ich auch raus. Cool. Da habe ich die ja richtig mal am Pokertisch abgezogen. Pokern ist ja irgendwie witzig. Aber ich meine, Pokern ist ja auch eigentlich nicht das Hauptding hier, obwohl die natürlich das nicht aussparen wollen, damit man die halb nackt sieht, dass man die auf den Karten halt halb nackt sieht. Mein Fotoalbum müsste leer sein. Ach so. Ja, klar, muss ja leer sein. So. Das heißt, man kann sich die ja noch auf die Konsole ziehen und von da aus dann runterziehen, um daraus irgendwie Poster zu machen oder sowas. Das ist schon hart. Dann gehe ich pennen. It's about time to call it a night.
I'm not really a morning person. Okay. Das ist immer gut zu wissen. Das heißt, man... Ach, jetzt sag nicht, man kann ihr auch morgens was schenken und das hat dann damit zu tun, ob die das annehmen will. Ich bin von Xbox Live getrennt, das ist nicht so schlimm. So, dann gehe ich doch mal zum Accessoire-Shop und kaufe mir hier ganz viele kleine Geschenkchen. Leuchtenden Fußreif. Sieht gut aus. Ja, bin ich mit einverstanden. Ja. Boah, keine Ahnung. Es gibt tatsächlich schwarzes Papier. Ich versuche mich jetzt einfach mal an Christy ranzumachen. Gibt's denn auch schwarze Accessoires? Eigentlich nicht. Okay. Kaufen wir noch die Sonnenbrille. Ja. Ja. Schwarz. Und eine Sonnenblende. Geheimnisvolle Sonnenblende. Warum ist die denn geheimnisvoll? Ja. Das mache ich jetzt auch. Nee, warte. Fuck, ich weiß nicht mehr, was deren Lieblingsfarben waren. Wer hatte denn gelb und orange? Ach, ich mache einfach irgendwie. Wird schon hinhauen. Doch, Perlweiß hatte eine. Perlweiß, das hatte... Helena hatte Perlweiß. Nee, ich will die nicht nochmal kaufen. Rotes Haarband für Helena. Das müsste eigentlich passen, weil die mag das ja. Möchte diesen Gegenstand als... Ja, möchte ich. Und zwar Perlweiß. Cash. Rosa Hibikus. Hibiskus. Blau. Die Tomi mochte Himmelblau, ne? Da war es doch. Und dann kriegt die noch Sneakers. Die sieht so aus, als würde sie Sneakers mögen. Ja. Aber es... Da gibt es ja noch ein anderes Blau. Oh, es gibt echt noch ein anderes Blau. Die eine mochte Azurblau. Ne, Saphirblau. Was ist denn jetzt Saphirblau? Was ist Himmelblau? Ich nehme jetzt einfach die beiden Blaus und dann gucke ich mal. So, jetzt gehe ich zu Hitomi und gebe dir das dumme Geschenk. Wo ist sie? So. Obwohl ich es finde, dass Hitomi nicht ein typisch deutscher Name ist. Hitomi ein Geschenk geben. Und zwar diese dummen Sneakers. Saphirblau. Was ist denn... Was ist Himmelblau und was ist Saphirblau? Eigentlich müsste das Himmelblau sein. Ich gebe dir jetzt einfach das hier. Bitte. Ich will jetzt hoffen, dass sie es annimmt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die könnten das auch irgendwie ablehnen. Indem sie es mir zurückgeben. Das heißt, sie nimmt es nicht an. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Vielleicht ist das aber auch Saphirblau und deswegen nimmt die das nicht an. Moment. Ich drücke dir jetzt einfach noch ein Geschenk aufs Auge. Weil wenn es wirklich was mit der Tageszeit zu tun hat, kann es natürlich auch sein, dass die dann nicht wollen, dass ich denen jetzt was schenke, weil die jetzt lieber, keine Ahnung, was hätten. So. Sneakers mit Herzchen kaufe ich dir jetzt. Hier, kannst du haben. Nimm das jetzt bloß an. Sonst bringe ich dich um. Oh, hello. Again. You can have this. Do you mind if I take this? Leck mich. Leck mich am Arsch. Das gibt's doch nicht. Warum nehmen die das denn nie an? Die, als ob die... Die können auch mal bitte die Geschenke aufmachen. Also es liegt schon mal nicht an der Farbe, sonst hättest du es ja angenommen, ne? So würde ich es jetzt denken. Ich versuche die jetzt erstmal hier noch runter zu ponen. Versuchen wir das nochmal. Hoffentlich klappt das wenigstens. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es klappt einfach gar nichts, was ich hier anstelle, außer Jetski fahren. Das klappt. Jetzt kriegst du einen Arsch voll hier. Batz! Verpiss dich! Oh, die können das immer mit einem Schwung machen. Patz! Ha! Gewonnen. Fertig gemacht. Es ist total komplex hier. Oh, doch nicht. Scheiße. Ah, das ging natürlich gut. Mist, also Po-Hopping habe ich so überhaupt nicht drauf. Da haben mich bis jetzt alle fertig gemacht. Jetski war ich ganz gut und Volleyball kann ich nicht spielen. Eigentlich ist das Beach-Volleyball. Ich will auch Volleyball spielen, aber keiner will mit mir Volleyball spielen, weil keiner mit mir ein Team bilden will. So, jetzt kriege ich bestimmt... Kriege ich jetzt von Zack nochmal ein Geschenk? Jetzt kriege ich... Ja, das habe ich jetzt von Zack bekommen. Von Tina. Von Kazumi. Weil ich... Das habe ich denen alles aufs Auge gedrückt, ne? Von Helena. Von Hitomi kriege ich noch eins. Und von Hitomi kriege ich noch eins. Und noch eins. Pff, ich gebe denen jetzt allen wieder die Geschenke zurück.
Boah, ich viele Geschenke, ey. Ah, okay. Also, ob ich nicht wüsste, was hier drin ist. So, ich gebe denen das jetzt einfach wieder hier zurück. Damit es nicht in meinem Inventar vergammelt. Und das hat der Dingens mir gerade gegeben, ne? So. Das gebe ich denen jetzt hier einfach alles. So. Und dann würde ich sagen, gehe ich ins Bett. Ne, ich gebe erstmal auf. Und, ah ne, ich will aufgeben. Und beende das erstmal hier. Und dann schauen wir einfach mal, was sich beim nächsten Mal, ob das beim nächsten Mal irgendwie besser läuft. Oh, es geht da aufs Titel, auf den Titelbildschirm zurück. Das heißt, ich muss doch jetzt einfach nur wen Neues dann auswählen. Wenn ich jetzt nach Zack Island gehe, was passiert dann? Ach. Dafür, dass ja eigentlich nicht viel passiert ist, sind die Ladezeiten unglaublich lang. Ach so, dann bin ich aber wieder mit ihr dann wieder unterwegs. Okay, verstehe. Alles klar, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.